inmitten eines geisteskranken Films. Naja, eigentlich bin ich nur vor einem Greenscreen. Aber ich möchte versuchen, so einen Film zu machen. Das Problem, ich habe nur 1 Euro Budget, weil ich broke bin. Und ich muss alles alleine machen, weil ich keine Freunde habe. Aber damit ist nicht genug. Und zwar habe ich nur 24 Stunden Zeit und muss alles auf meinem Handy machen. Ist es überhaupt möglich, allein in 24 Stunden einen kompletten Film zu skripten, zu drehen und zu schneiden mit nur 1 Euro und auf meinem Handy? Nein, auf keinen Fall. Aber ich mache es trotzdem, weil ich habe nur ganz entspannt einen Film geguckt, aber dann dachte ich mir, das will ich auch machen. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich broke bin und mir das nicht leisten kann. Na gut, dann mache ich es halt nicht. Aber dann passiert es. Ein Blitz schlug auf mir ein und ich bekam einen Flashback. Seit ich 6 bin und meinen ersten Film gesehen habe, wollte ich Schauspieler werden. Aber Papa hat immer gesagt, mach erstmal die Schule fertig und wenn du erwachsen bist, kannst du Schauspieler werden. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde der Welt beweisen, dass man keine 1 Million Euro teure Kameras, eine Filmcrew und Jahre Erfahrung braucht, um einen krassen Film zu machen. Ich kann es auch mit 1 Euro machen, weil mehr habe ich halt wirklich nicht. Also bin ich direkt um 6 Uhr morgens aufgestanden, um mit dem Film anzufangen. Okay, wir haben es eigentlich 9.40 Uhr. Ist ausgegangen, das Handy. Okay, nochmal. Okay, wir haben es eigentlich Jeder Film hat diese eine Sache, ohne die wirklich nichts funktioniert. Das Allerwichtigste in jedem Film ist das Skript. Aber ich darf ja nur mein Handy benutzen, das heißt, ich muss alles hier draufschreiben. Und ich habe auch bis jetzt keine Ahnung, worum es überhaupt im Film geht. Das heißt, muss ich mir alles noch ausdenken. Okay, ich fange jetzt an, alles aufzuschreiben. Und wenn mir halt jetzt nichts einfällt, irgendwie für 3 Stunden lang, dann verschwende ich so viel Zeit. Das heißt, ich hoffe, dass mir irgendwas Gutes einfällt. Und um mein Gedächtnis ins Laufen zu bringen, bin ich ein bisschen draußen gelaufen. Versteht ihr wegen Laufen? Nee, okay. Jedenfalls, als ich da so lief, war da einfach ein grüner Ninja, der einen Backflip gemacht hat. Und ich so, ey Leute, mein Kollege kann einfach Backflip. Und ab da wusste ich, was ich für einen Film machen muss. Weil wir alle haben ja früher Ninjago geguckt. Aber die neuen Staffeln sind einfach Arsch. Also es ist Zeit, einen besseren Ninjago-Film zu machen. Also habe ich mich direkt wieder hingesetzt, um das Skript zu schreiben. Und ich war natürlich richtig produktiv. 2 Megaboxen in Brawl Stars. Oh, die hole ich mir jetzt auch ab. Ich habe gar nichts gezogen. Ja, ich auch nicht. Es gab einmal vor vielen Minuten einen Ninja. Ich habe eine geile Storyline. Als erstes ist er so, er übt so Spinjitzu und dann kriegt er es einmal so ein mini bisschen hin. Dann geht er direkt zu den Ninja und sagt, er ist der nächste Ninja. Und die so, nee, verpiss dich, niemand mag dich. Und dann kommt so Lord Gamma dann zu denen und sagt, ey, die sind doof zu dir, ich bin cool zu dir, ich geb dir meine Kraft. Und er so, ja Mann, ich zahl's dem Ninja ein Heim. Okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr als 1,5 Stunden für das ganze Skript gebraucht und ich sag euch, das ist so krass, Alter. Wirklich, der Film wird euch umhauen. Also kommt jetzt der schwierigste Part, einen kompletten Film mit 10 Euro ohne Kameramann und auf meinem Handy zu drehen. Ich habe jetzt circa 6 Stunden Zeit, alles abzudrehen, damit wir den ganzen Film noch in 24 Stunden schaffen. Und ich habe hier auch noch diese Maske gefunden. Ich meine, das sieht richtig krass aus. Die habe ich noch von als ich 6 war oder so. Und die kann man hier einfach cool drauf machen. Und das sieht echt richtig krass aus. Weil die habe ich auch noch, die habe ich mal vor 1 Jahr gekauft. Und die kann man auch gut für Lord Gamadon benutzen. Daraufhin habe ich direkt angefangen, alles zu filmen. Doch später habe ich dabei ein sehr großes Problem festgestellt. Diese Kack-Ninja sind solche Biber. Ja, okay. Diese Kack-Ninja sind solche Biber. Oh mein Gott, kann ich ein Autogramm haben? Aber ich habe schnell gemerkt, dass es echt schwierig ist, ohne Kamera gut zu filmen, weil ich nie wusste, ob es jetzt gut aussieht oder nicht. Enttäuschte Gesichter. Es ist schwierig, das zu machen, wenn man fucking alleine ist. Gut, jetzt filmen wir die Gamadon sehen. Na du, haben sie die Ninja nicht den Respekt erwiesen, den du verdient hast? Ich bin Lord Gamadon. Spaß, ich bin deine Mutter. Nee, andersrum. Ich bin deine Mutter. Spaß, ich bin Lord Gamadon. Ich bin deine Mutter. Spaß, ich bin Edwin. Das ist Edwin und er hilft mir nur, das Video, was ihr gerade seht, zu filmen. Aber beim eigentlichen Film mischt er sich gar nicht ein. Also als erstes gegen die Chips holen und dann... Als erstes gehen wir Chips holen und dann besiegen wir die Ninja, damit ich über ganz Ninjago lassen kann. Ich meine wir. Okay, das war's jetzt von hier drinnen. Wir haben alles drin abgefilmt. Jetzt gehen wir raus. Es wird ganz schön unangenehm, glaube ich. Aber let's go. Transition. Der Film ist unter einer Brücke. Sieht hier ganz gemütlich aus. Denkst du, da ist eine Bombe drin? Und dann ist auch noch das passiert. Oh, ich glaube, es fängt an zu nieseln. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier hin. Aber wir haben natürlich weitergemacht. Wir hören doch nicht wegen ein bisschen Regen auf. Ninja, ich bin der ausgewählte pinke Ninja. Was? Was? Wo sagt ihr das? Grün. Das stimmt. Ninja, ich bin der ausgewählte grüne Ninja. Ach scheiße, ich habe meine Maske vergessen. Ninja, ich bin der ausgewählte grüne Ninja. Furzattacke! Scheiße, Digga, die gucken sich schon an. Also Furzattacke war am schlimmsten. Ich kann mich wieder bewegen. Gamadon, du bist nicht mehr Ninja kontrolliert, weil du jetzt ins Gefängnis kommst. Scheiße. Ich glaube, Gamadon, das juckt, im Gefängnis zu sein. Hilfe, Gamadon kontrolliert mich. Hilfe, Gamadon kontrolliert mich.
Aber es gab noch ein Riesenproblem. Nur es ist halt wirklich extrem schwer, alles zu filmen, weil dann habe ich das Mikro nicht verbunden, dann habe ich den falschen Winkel. Also es ist immer irgendeine Sache, die falsch ist, und muss ich das mindestens 3-4 Mal drehen. Es ist super zeitaufwendig, wenn ich das alles allein zu machen. Ich weiß nicht, wie ich das bis zum Schluss in 24 Stunden weitermachen soll, wenn wir halt so langsam nur vorankommen. Es ist wirklich extrem schwer, keine Ahnung. Ja? Was? Du brauchst Hilfe? Ich kann dir helfen. Ich kann doch einfach der Kameramann sein. Nein, ich mach das alleine, weil ich keine Hilfe brauche, um meinen krassen Jahr für mich zu machen. Okay, Digga, chill. Warum so abgehoben? Also habe ich nur, wie ich halt nun mal war, weitergemacht. Und es hat halt wirklich doppelt so lange gedauert, weil ich alles dreimal filmen musste. Zum Beispiel hier. Ich werde es euch beweisen, ihr werdet noch von mir hören. So Splitter? Dornen. Und ich habe mich noch mehr hingelegt. Ich war kurz davor aufzugeben, aber dann kam mir das Bild von einem Jungen in den Kopf, der eigentlich Filme machen liebt, aber sich immer denkt, ich würde auch gerne einen Film machen, aber ich kann das sowieso nicht. Und das konnte ich nicht mit ansehen, also habe ich mich zusammengerissen und weitergemacht. Ninja, ich bin zurück. Ninja, ich bin zurück und konnte... Was? Ninja, ich bin zurück und kommt euch der hier bekannt vor? Ich habe noch nie so einen schlechten Ninja gesehen. Hallo? Aber nach 2 Stunden, wobei die Hälfte aller Videos scheiße war, blieb mir keine andere Möglichkeit mehr. Ey Bro, könntest du mir vielleicht doch ein bisschen helfen? Na klar, Bruder, alles gut, wir sind doch Freunde. Ich wusste, dass du mich brauchst. Also haben wir uns ja an die Arbeit gemacht und wir waren wirklich doppelt so schnell wie vorher. So, wir gucken jetzt hier erstmal, ob alles stimmt. Ja, ist gut im Bild. Warte, ich komm noch mal ein bisschen. Ja, ungefähr so. Hast du nicht aufgenommen? Hast du aufgenommen? Nee. Jay, kennst du den Goofy? Nee, das ist schon wieder so einer, der denkt, er wäre ein Sigma. Da alone, ich geb dir ein Stich, bin der Patron. So, wir haben jetzt den Ort unter der Brücke abgedreht. Die Szenen sind so geil, es hat richtig Bock gemacht und noch übel krass geworden. Jetzt gehen wir zum nächsten Ort und drehen da noch den Rest ab, dann haben wir es auch schon fast geschafft. Der Anzeigenhauptmeister rutscht ein bisschen. Lego. Bist du scheiße. Hier ist auf dem Spielplatz am nächsten Ort. Und ich meine, wir sind auf dem Spielplatz, also ein bisschen spielen schadet nicht. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Berg abgedreht und jetzt geht's zum Rewe. Ich muss was finden. Nein, darfst du nicht. Fortnite-Sound. Da war kein Fortnite-Sound. Okay, doch, war einer. Ich musste im Rewe eine Packung Chips kaufen und Entchen hatte die Idee, dass ich mit Ninjago-Maske die Chips kaufe. Ich gehe doch nicht mit Ninja-Maske. Ja, okay, ich hab's gemacht. Mag gesalzt. Und die Kassiererin fand's auch sehr lustig. Hallo. Danke. Ne. Tschüss. Bisschen unangenehm, Digga. Wird jetzt so gelacht. Und ja, ich habe meinen einzigen Euro für eine Packung Chips ausgegeben. Aber jetzt, wo wir die Chips haben, kann's weiter. Okay. Okay. Okay, ich habe meine Chips, es kann losgehen. Oh. Und als letztes mussten wir nur noch ein paar Szenen für den Anfang drehen. Ich bin der pinke Ninja und werde allen Ninjas beweisen. Grüne. Ich bin der grüne, sorry. Ich bin der grüne Ninja und werde allen beweisen, dass ich ein echter Ninja bin. Okay, ich bin Jutsu üben. Ich bin Jutsu! Ich bin Jutsu! Ich bin Jutsu! Jetzt will ich schon wirklich Ninja werden. Wirklich? Nee. Let's go, letzter Shot geschafft. Das war's, der Film ist im Kasten. So, wir haben es jetzt 17.22 Uhr, jetzt kommt der aufwendigste Part und zwar muss ich jetzt alles schneiden. Und ich darf das ganze Video ja auch nur auf meinem Handy schneiden, das heißt, ich werde es hier auf CapCut schneiden. Okay, ich würde sagen, als erstes importieren wir mal hier alles. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich schneide normalerweise in Premiere Pro. Mein Freund ist jetzt gegangen, das heißt, ich bin jetzt komplett auf mich allein gestellt. Ich hoffe, ich schaffe es noch und kriege heute noch ein bisschen Schlaf, aber ich habe noch bis morgen Zeit. Es ist gerade 18 Uhr. 19:20. Ich habe noch genug Zeit. So, wir haben jetzt gerade 19:40 Uhr und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie scheiße es ist, mit CapCut zu schneiden, Alter. Ich komme gar nicht klar. Ich bin vielleicht jetzt bei 20-30% vom ganzen Video. Es wird eine lange Nacht, aber ich schaffe das. Okay, wir haben es jetzt 22 Uhr, wie ihr seht, und ich bin jetzt mit dem Rohschnitt fertig. Das heißt, ich habe alle Clips so an der Stelle, wie sie sollen. Jetzt muss ich noch Musik, Soundeffekte, andere Effekte, alles Mögliche drauf machen. Ich habe noch so viel Arbeit, keine Ahnung, wie ich das schaffen soll.
Okay, es ist jetzt 1.14 Uhr und ich bin immer noch im Schneiden. Ich muss nur noch das Sounddesign und die Musik machen und dann bin ich fertig. Ich würde sagen, ich gehe jetzt schlafen. Ich stelle mir einen Wecker auf irgendwie 6:30 und dann werde ich nochmal morgen die restliche Zeit nutzen und es fertig machen. Ich hoffe, ich schaff's, weil sonst war alles umsonst. Ich muss es in den 24 Stunden schaffen. Okay, wir haben es jetzt 7 Uhr. Ich bin gerade aufgewacht und ich habe noch 3 Stunden und ein bisschen weniger als 3 Stunden Zeit. Ich werde mich jetzt nochmal ans Schneiden machen. Let's go! Okay, wir haben es jetzt 9.22 Uhr und ich muss noch ein paar kleine Änderungen machen und dann bin ich fertig. Ich habe noch 20 Minuten Zeit. Ich muss mich jetzt richtig beeilen, aber dann habe ich es gleich geschafft. Let's go, ich kann das noch schaffen. Und während ich da so saß, den Film fast fertig hatte und ihn gerade exportieren wollte, ist mir eine Sache klar geworden. Auch wenn ich den Film nicht alleine gemacht habe, habe ich gelernt, dass man auf Geld, krasse Kameras und Jahre Erfahrung verzichten kann. Aber auf wahre Freunde nicht. Und es ist egal, ob du einen Film mit deinem Bro oder mit einer ganzen Filmcrew machst. Weil wir alle haben dasselbe Hobby. Und wer weiß, vielleicht bist du ja der eine Junge, der eigentlich Filme machen liebt, es nur noch nicht herausgefunden hat.